Was der Unify USW Flex 2,5G alles kann, wie man ihn konfiguriert und was man bei der Installation beachten muss, genau das schauen wir uns an in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um diesen kleinen Mini-Switch, den Unify rausgehauen hat. Für alle von euch, die 2,5 Gigabit im lokalen Netzwerk haben wollen, ist dieser genau das Richtige. Den werden wir uns jetzt mal ein bisschen näher in diesem Video anschauen. Wir werden ihn mal zusammen konfigurieren und gucken, welche Einstellmöglichkeiten er hat und was ich da alles konfigurieren kann. Schauen wir uns die technischen Daten vom Flex Mini 2,5G mal ein bisschen näher im Detail an. Wir haben hier ein Gewicht von 206 Gramm, was wirklich super, super leicht ist. Zusätzlich ist er wirklich sehr kompakt, also ich würde behaupten, der ist nicht größer als eine Handfläche. Wir haben dann hier eine Switching-Kapazität von 25 Gigabits per Second, sodass man natürlich da auch ordentlich was an Daten durchhauen kann und natürlich dann hier auch 2,5 Gigabit natürlich als Netzwerkschnittstelle haben. Insgesamt haben wir 5 Netzwerkschnittstellen und die kann ich natürlich entsprechend ansteuern. Die Stromversorgung erfolgt hier über USB-C, wenn ich keinen Power-over-Ethernet-Switch habe oder halt über PoE, das heißt, ich kann hier natürlich wählen, je nachdem, was ich für ein Netzwerk dahinter hängen habe. Und wichtig ist ja natürlich auch immer die Stromversorgung oder der Stromverbrauch. Bei normalen USB-C-Anschluss haben wir 5 Watt an Stromverbrauch und bei PoE wären das 6,4, was für so einen kleinen Switch auf jeden Fall definitiv in Ordnung ist. Schauen wir uns den Flex 2,5G mal ein bisschen näher im Detail an, damit ihr wisst, was wo ist. Ist aber eigentlich relativ einfach. Wir haben hier eigentlich alles auf der Vorderseite, also auch ganz rechts den Anschluss für Strom. Da kommt natürlich hier, wie gesagt, das mitgelieferte Netzteil mit dazu und das kann ich dann letztendlich anschließen. Ich persönlich finde es ein bisschen komisch, dass hier dieser USB-C-Anschluss auf der Vorderseite ist. Ich hätte es mir eigentlich gewünscht, wenn der auf der Rückseite ist, aber je nachdem, was man natürlich da für Anwendungen hat, ist es vielleicht gut, dass alle Anschlüsse auf einer Seite sind und ich da natürlich so mit vielleicht gewisse Verkabelungsumwege vermeiden kann. Und dann haben wir quasi hier den PoE-In, da kann ich quasi dann auch den Port mit PoE++ oder PoE+ mit Strom versorgen und dann haben wir natürlich hier die 4 Ports, die ich letztendlich mit 2,5G dann befeuern kann und letztendlich dann auch so mein Netzwerk aufbauen kann. Und hier ganz links haben wir noch eine kleine Status-LED, genauso wie auf der Unterseite sich noch ein Reset-Knopf befindet. Wenn ich den Switch einmal resetten will, kann ich das hier tun. Und wir haben hier natürlich noch so Gummifüße drunter, sodass ich den natürlich dann auch wunderbar irgendwo auf dem Desktop oder irgendwo hinter dem Fernseher vernünftig hinstellen kann. Ich habe den Flex Mini jetzt mal an mein Cloud Gateway Max angeschlossen. Das geht natürlich dann nur über den mitgelieferten USB-C-Anschluss, weil ich natürlich hier kein PoE beim Cloud Gateway Max integriert habe. Wir sehen jetzt hier unter den Unify Devices, wird er mir hier auch schon angezeigt und ich muss hier einfach auf Clicked to Adopt klicken und dann wird das Ganze adaptiert. Und das ist auch so, dass man, wenn man jetzt die Geräte von Unify auspackt, es natürlich im ersten Step ein bisschen dauern kann, bis die natürlich fertig initialisiert sind. Aus dem Hintergrund, dass wir natürlich hier auch eine Firmware-Aktualisierung haben und es eigentlich in der Regel wirklich sehr viele neue Firmwares gibt und wenn natürlich so ein Flex Mini dann einfach länger im Lager gelegen hat, dann dauert es natürlich auch erstmal, bis er die aktuelle Firmware installiert hat. Der Flex Mini wurde jetzt erfolgreich adaptiert und mit der aktuellsten Firmware geupdatet. Ich kann einmal hier draufklicken in meinen Unify Devices und dann sehe ich hier zum Beispiel, wo der verbunden ist. Das finde ich halt, ist das Coole bei Unify, dass ich sofort sehen kann, okay, der hängt jetzt am Cloud Gateway Max am 4. Port. Ist jetzt natürlich bei so einem kleinen Testaufbau eigentlich egal, aber ich kann natürlich dann bei größeren Aufbauten und wenn ich viele Switch-Ports habe und große Switche, sofort sehen, ah, okay, der hängt jetzt am Pro 48 auf Port 10 oder so zum Beispiel und dann habe ich da natürlich sofort die Möglichkeit und weiß ganz genau, wo ich das Netzwerkkabel rausziehen muss und wenn ich da noch irgendwas umstecken will. Wir sehen dann hier auch noch sowas wie MAC-Adresse, wie die Memory ausgelastet ist oder auch natürlich, was hoch und runter geht an Datendurchsatzraten. Wir haben hier natürlich noch unseren Inside-Tab, wo ich sowohl sehen kann, was das Device für neue Firmwares bekommen hat, als auch die Client-Seite und sehe dann natürlich, was da alles passiert ist. Genauso wie ich hier Systemstatistiken habe, also eigentlich so, wie man es von Unify kennt. Hier auf dem Zahnrad habe ich weitere Einstellungsmöglichkeiten. Hier könnte ich zum Beispiel den Namen des Switches anpassen oder ich könnte natürlich IP-Settings vornehmen. Ich habe aber zum Beispiel auch hier die Möglichkeit, die globalen Switch-Settings auszustellen. Das heißt, wenn ich quasi auf globaler Ebene irgendwelche Switch-Konfigurationsmöglichkeiten vorgenommen habe, kann der die natürlich anwenden. Ich kann aber auch zum Beispiel hier sagen, mach die LED aus oder ich kann hier zum Beispiel sagen, starte den Switch neu, entferne ihn aus dem Netzwerk oder aus der Unify-Konfiguration. Das kann ich hier drüber alles ohne Probleme
Probleme machen. Wir haben ja hier auf der linken Seite auch unseren Port Manager. Da kann ich jetzt einmal draufklicken und dann zeigt er mir einmal alle Ports an. Das hat ja Unify jetzt auch gerade neu angepasst und hier wähle ich jetzt einfach mal den USW Flex Mini aus und habe dann hier die Übersicht meiner 5 Ports und wir sehen ja hier am Port 1 ist das Cloud Gateway Max angeschlossen. Wie gesagt, das funktioniert ohne Probleme und dann könnte ich zum Beispiel jetzt hier mal auf den zweiten Switch Port klicken. Den kann ich benamen, kann natürlich sagen, ob der aktiviert oder deaktiviert werden soll. Könnte ihm jetzt hier zum Beispiel mal einen Test WLAN zuweisen und sagen, hey, guck mal hier, du darfst alles, alle Sachen, die ich da anschließe, kriegen dieses Test WLAN. Und ich könnte hier natürlich auch unter Manual was hinzufügen bzw. anpassen. Was ich da rausgefunden habe, wenn ihr hier die Operation-Modus anhakt, könnt ihr Switching und Mirroring machen, aber Aggregation könnt ihr nicht. Das heißt, wenn ihr zwei Sachen, ich sag mal, Load-Balancing-mäßig zusammen machen wollt, dann geht das hier an dieser Stelle nicht. Aber ganz ehrlich, wenn man überlegt, wie wenig dieser Switch kostet, ist das auch überhaupt kein Problem. Linkspeed kann ich hier, wie gesagt, bis 2,5 Gigabit pro Sekunde entsprechend einstellen und weitere Konfigurationen kann ich hier vornehmen. Ich würde es eigentlich an eurer Stelle immer auf Auto lassen, klicke dann hier einmal auf Apply Changes und kann mir dann zum Beispiel hier auch nochmal unter den WLANs anzeigen lassen, auf welchem Port jetzt welches WLAN hinterlegt ist und wenn ich dann da zum Beispiel einen Access Point anschließe, würde dann dieser Access Point das WLAN entsprechend über diesen Port verteilen. Also eigentlich hat man hier wirklich einen vollwertigen Layer 2 Switch, den man halt nutzen kann und hier zeigt er natürlich noch eine Übersicht an, was die einzelnen Ports zu können und was die einzelnen Farben und Symbole bedeuten. Kommen wir abschließend zu meinem Fazit zum USW Flex von Unify. Grundsätzlich muss ich sagen, ist das wirklich ein kleiner, kompakter Mini-Switch mit 2,5 Gigabit Durchsatzrate, also wirklich ein kompaktes Gerät. Ich muss auch sagen, vom Preis-Leistung her meiner Meinung nach unschlagbar, vor allen Dingen, weil ich natürlich hier auch die Funktionalitäten von der Unify-Welt habe und auch sehen kann, wie der letztendlich der einzelne Port, was auf den einzelnen Ports hängt und natürlich da die vollen Funktionalitäten habe. Auch cool, dass ich hier ein PoE habe und den Switch auch komplett über PoE steuern kann. Das Einzige, was ich nicht verstehe, warum sie hier den USB-C auf die Vorderseite gemacht haben und nicht auf die Rückseite. Vielleicht habt ihr eine Idee, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben und natürlich eure Fragen, wenn ihr die habt, gerne auch unter dieses Video posten. Wenn ihr jetzt sagt, hey, den will ich auch haben, gerne auch mal unten in der Videobeschreibung abchecken. Da habe ich natürlich entsprechend den Link dazu zum Produkt auch entsprechend verlinkt. An dieser Stelle noch zwei Service-Hinweise von mir. Zum einen würde ich mich freuen, wenn ihr meinem Instagram-Kanal folgen würdet. Da gibt es natürlich immer Hintergrundinformationen, was hier als nächstes auf dem Tisch steht, was ich als nächstes testen werde. Ich stelle euch natürlich auch ein paar Fragen und frage euch dann auch mal, was ihr denn noch sehen wollt. Und wie gesagt, da kriegt ihr ganz viele Background-Infos. Also da würde ich mich mega freuen, wenn ihr da einfach folgen würdet. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Service-Hinweis Nummer 2 ist mein Discord-Server. Wenn ihr über Unify oder über Netzwerk allgemein oder über, ich sag mal, Smart-Home-Themen wie zum Beispiel Home Assistant oder auch Tibber etc. diskutieren wollt, könnt ihr das gerne in meiner Discord-Community tun. Auch dazu gibt es den Link unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mehr Content zu Unify sehen wollt, gerne auch oben rechts im Eck meine Unify-Playlist abchecken. Da habe ich natürlich noch viele weitere Geräte, Konfigurationen etc. vorgestellt. Also das solltet ihr auf jeden Fall euch mal anschauen, wenn ihr weitere Sachen über Unify erfahren möchtet. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, den Kanal abonniert und natürlich die Glocke läutet, damit ihr zukünftig benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.